Hallo ihr Lieben. Ja, ich sitze hier gerade bei meinem Spaziergang auf einer wunderschönen Parkbank und sinniere ein bisschen drüber, weil ich bin hier oft spazieren gegangen, auch mit meinem Hund. Und es ist mir jetzt einfach so klar und deutlich geworden, was sich alles verändert hat, dass ich tatsächlich eine neue Person bin, dass ich tatsächlich ein neuer Mensch geworden bin auf diesem Weg, den ich die Divine Design Reise nenne. Es ist so oft gewesen, ich hatte so lange die gleichen Gefühle mit bei diesem Spaziergang und mein Hund ist jetzt schon über 1,5 Jahre tot und ich habe auch sehr lange gebraucht, um wirklich einfach ohne Hund spazieren zu gehen, alleine spazieren zu gehen und habe sie immer sehr, sehr vermisst und ja, in Ehrlichkeit muss ich ganz, ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Hund über alles geliebt. Aber was seit sie nicht mehr da ist, seit sie nicht mehr in physischer Form bei mir ist, auch noch weiterhin passieren durfte, in diese absolute Freiheit und Unabhängigkeit mich hineinzugeben, das war schon ein riesengroßer Quantensprung. Und daran erkenne ich eigentlich, was passiert ist, oder? Weil ich weiß, wie bin ich hier gelaufen mit ihr und wie bin ich auch hier gesessen mit ihr und was war ich für ein Mensch damals noch, vor 1,5 Jahren, mit so viel Sorgen, mit so viel Kummer, mit so viel Herzschmerz, mit so viel Verletzungen, die jetzt nicht mal mehr abrufbar sind. Da ist purer Frieden, kein Vermissen, kein Mangel von nichts. Und das liegt nicht daran, dass ich jetzt mit meinem Hund abgeschlossen habe oder dass ich sie vergessen habe, ganz im Gegenteil. Hallo Justine, ganz im Gegenteil. Ich liebe, glaube ich, meinen Hund mehr denn je, weil ich viel mehr Liebeskapazität habe in mir, weil nicht so viel von mir, von meiner Angst, von meinem nicht gut genug sein, von meinen Sorgen besetzt ist. Meine Gedanken, meine Geschichten, alles, was womit ich mich den ganzen lieben langen Tag beschäftige, ist voll mit Liebe. Und nicht mit der Liebe, oh, ich bin so verliebt, sondern mit einem Liebesgefühl, das einfach nur sagt, das ist alles in Ordnung. Du bist in Ordnung, deine Welt ist in Ordnung, alles ist in Ordnung, es fehlt dir nichts. Wow, danke, du warst immer großartig, erinnerst mich immer. Ja, das ist das A und O. Einmal zu wissen, wer ich wirklich bin und dann mich so lange zu erinnern, bis ich es weiß. Das ist einfach der Weg und es geht kein anderer Weg. Und wie lange der Weg geht, das weiß niemand. Aber eins weiß ich ganz gewiss, an dem Tag, an dem man sich für diesen Weg entscheidet, an dem man sich für die Wahrheit entscheidet, warum wir hier sind, um wirklich uns zu befreien von diesem Denken aus dem Mangel, aus dem Schmerz, aus der Unterdrückung sozusagen heraus, aus dem Eingesperrten heraus in die Freiheit. Das ist es. Und in dem Moment, wo wir uns dafür entscheiden, dass es keinen anderen Weg gibt, außer diesen Weg komplett frei zu sein, das zeigt sich nachher im Außen, dass du wirklich mit deiner Zeit anfangen kannst, was du möchtest. Und dass du mit jemandem zusammen sein möchtest, wie du möchtest. Aber komplett frei im Innen bedeutet auch oder noch viel mehr, sich nicht auffressen zu lassen von sorgenvollen und mangelvollen Gedanken und sich immer wieder daran zu erinnern, dass ich die Quelle der Schöpfer dieser Gedanken bin. Und das ist nicht so schwer zu verstehen, dass ich die Quelle und der Schöpfer der Gedanken bin, weil niemand anders denkt mich. Und diese Tatsache einfach nur mal anzunehmen und zu sagen, es kann mich niemand anders denken
Und selbst das, was ich über andere Menschen denke, denke ich, ist ein absolut entscheidender Schlüssel. Und all meine Schmerzen über Jahrzehnte hatten den Ursprung darin, dass ich über andere Menschen gedacht habe. Die ganze Zeit. Über Situationen, über Worte, über Sätze, über Aussagen nachstudiert habe, nachsinniert habe. Was, wie war das gemeint? Und warum sagt die Person es? Und diese Person ist ja, hat ja keine Ahnung über mich, die kennt mich ja überhaupt nicht. Und wie kann sich diese Person überhaupt rausnehmen, über mich so zu urteilen? Oder warum hören die Menschen nicht zu? Wieso hört mir diese Person nicht zu? Wieso bin ich so distanziert mit dieser Person? Wieso mögen die mich nicht? All solche Gedanken. Und das sind eben diese Gedanken, die uns auffressen, die nehmen uns in Besitz. Und das ist unser Gefängnis. Und wir versuchen, aus diesem Gefängnis herauszukommen. Und da ist nur der einzige Weg möglich, zu erkennen erstmal, ich bin das. Ich bin das, die diese Dinge denkt. Ich bin die, die diese Dinge wahrnimmt. Das sind alles meine Einordnungen, meine Entscheidungen und meine Beurteilungen. Und das ist der erste Schritt in die Freiheit. Wirklich zu erkennen, dass da draußen niemand ist, der irgendetwas von einem glauben kann, über einen denken kann, sich eine Meinung bilden kann, wenn ich diese Meinung nicht vertrete. Und ich habe so lange gebraucht, bis ich wirklich diese Eigenverantwortung für mich annehmen konnte, weil mein Schmerz auch so groß war. Dieser Schmerz aus meiner Kindheit, immer abgelehnt zu werden, nicht gehört zu werden, immer quasi so, was willst denn du? Bei uns hieß es dann auch immer, Kinder raus oder das ist nichts für Kinder und Kinder ins Bett und lauter solche Geschichten, wenn unsere Eltern keine Lust mehr hatten, sich mit uns auseinanderzusetzen. Und darum geht es gar nicht, warum Eltern das machen. Es geht einfach darum, wie das ankommt. Und das kommt natürlich an, dass du komplett unwichtig bist. Also ich habe mich komplett unwichtig gefühlt in meinem Leben und ich habe auch die ganze Zeit irgendwie gedacht, was muss ich denn alles machen, um mal wichtig zu sein? Was muss ich denn alles machen, damit man mich hört, damit man mich sieht? Und das kenne ich auch aus meinen Coachings. Das ist oftmals die größte Ursache für all diesen Schmerz. Niemand hört mich, niemand sieht mich. Und diese Geschichte, wenn du das auch glaubst, wie ich und viele andere das auch glauben, dass man nicht gehört wird, dass man nicht gesehen wird und dass man sich sehnlichst einen Mensch wünscht, der einen endlich hört und sieht und sehnlich versucht, gesehen zu werden, wie auch immer, durch Leistung, die man erbringt, versucht man das meistens. Und es ist ein Aufruf an dich selber. Sehe dich selber. Und zwar so, wie du wirklich bist. Wenn du dich nicht gesehen fühlst, wenn du dich nicht akzeptiert fühlst, sei es von einer bestimmten Person oder sei es dein ganzes Leben lang schon, dass du einfach dieses innere Gefühl hast, was du tust, ist nicht genug, um dich zu sehen, dann ist es wirklich ein ganz, ganz großer Aufruf. Sehe dich selber. Und das hat mir auch niemand gesagt. Das hat mir niemand gesagt, dass dieses Gefühl, dass ich nicht gesehen werde, nur von mir möchte, dass ich mal selber hinschaue, wer ich bin. Und ich wollte aber nicht hinschauen, weil da war ja diese Versagerin, die nicht genug geleistet hat, um gesehen zu werden. Verstehst du? Das ist ja dieses Krasse. Du willst dich nicht sehen, weil du glaubst, das, was, wenn du wirklich hinsiehst, ist so ungenügend, dass dich das noch schlechter und noch elender fühlen lässt. Weil erst dann, wenn du wirklich annehmen kannst, das, was ich auch immer wieder sage, was für mich wirklich jahrelang gedauert hat, bis ich verstanden habe, wer wir wirklich sind und dass wir alles so sind und
dass die Seele nichts ist, was kaputt ist oder was heilen muss, und dass der Mensch auch nichts kaputt ist, was heilen muss, sondern dass einfach dieses ganze Unheil daherkommt, weil wir nicht wissen, wer wir sind. Und dann wollen wir das, und wir wollen auch nicht sehen, wer wir nicht sind, ja? Deswegen sehen wir uns nicht, und wir denken, wenn uns jemand anders sieht, dann könnte das ausreichen, dass wir uns selber als gut genug sehen. Aber jemand anders kann uns eben auch nur so sehen, wie wir uns selber sehen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man sich so, so frei fühlen. Und es sind immer mehr Menschen, die von meiner Message angezogen werden, und das freut mich unglaublich, die einfach nur alleine schon dadurch, dass ich das sage, wissen, dass ich recht habe, weil in uns allen das ja natürlich angelegt ist. Diese tiefe Wahrheit ist in uns allen angelegt. Und dieser große, große Schmerz, der tatsächlich nichts mit äußeren Umständen zu tun hat, der nichts damit zu tun hat, dass du dir Sorgen machst wegen Geld oder wegen deinem Partner oder deswegen keinen Partner zu haben oder wegen deiner Gesundheit, das ist nicht das, was schmerzt. Der Schmerz ist, dass du dich selber verleugnest als das, was du bist, und dass du dich eben als dieses ungenügende Wesen, dieses kranke Wesen, dieses nicht wertvolle, nicht wertgeschätzte Wesen, auch finanziell und in der Liebe, in Partnerschaften und Beziehungen anerkennst. Darum geht's. Darum geht's. Und ich habe vorher auch ein YouTube-Video gehört von einer Australierin, der ich sehr gerne zuhöre. Und die hat das in Zusammenhang mit der Eclipse gebracht. Und ihr wisst ja, ich bin ja niemand, der sagt, äußere Umstände sind ein Faktor, genauso wenig wie eine Sonnenfinsternis ein Faktor ist. Aber viele Menschen offensichtlich empfinden das im Moment so, als wäre hier wirklich ein energetischer Shift am Laufen. Und wodurch der jetzt angetrieben worden ist, das muss uns eigentlich gar nicht interessieren, sondern was uns interessieren muss, ist, was ich will, was ich für mich erreichen will, wer ich leben möchte. Und wir wollen alle schon, das steht ja schon in der Bibel, den Himmel auf Erden. Wir sind aus dem Paradies vertrieben worden, um wieder ins Paradies einzuziehen. Aber die Person, die Identität, die sich eben aus dem Paradies vertreiben hat lassen, durch ihre falschen Annahmen darüber, wer sie wirklich ist, wird nicht die Person sein, nicht die Identität sein, die wieder ins Paradies zurückkommt. Das ist unmöglich, weil es geht energetisch nicht, weil deine Identität ist deine Realität. Und wenn deine Realität paradiesisch sein soll, dann muss deine Ansicht von dir als Identität und Persönlichkeit auch paradiesisch sein. Und ich rufe dich dazu auf, verstehe diese Wirkweisen der Energie, erkenne dich als energetisches Wesen an. Damit hast du gleich allen Ballast, allen Schmerz, alle Traurigkeit, alle Schuld und alle Scham abgelegt, und erkenne dich an in deiner absoluten Kraft und erlaube dir eine paradiesische Liebesbeziehung mit dir selber. Und wie ist es? Wie stellst du dir eine Liebesbeziehung vor? Wir haben alle die Vorstellung, wir sitzen da mit unserem Partner und flüstern uns ins Ohr, wie sehr wir uns lieben, wie glücklich wir miteinander sind, wie sehr wir uns wertschätzen, wie sehr wir uns respektieren, wie schön das Leben plötzlich mit dem anderen ist, das alles zu teilen, so, so viel schöner ist, gemeinsam diese Erfahrungen zu machen. Und ja, erkenne dich selber mal so an, sprich mal so mit dir, wie du am allerliebsten mit deinem Partner sprechen würdest, wenn du glauben könntest, dass er auch so ist. Und er oder sie,
egal ob du Mann oder Frau bist und mir zuhörst, ist eben nur dazu da, um dich daran zu erinnern, dass hier Liebe herrscht. Und wie Liebe von dir gelebt wird, das darfst du selber entscheiden. Und das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Geschichte, weil wir haben alle wirklich die Vorstellung, dass Liebe so etwas Wunderschönes, Respektvolles, Sanftes, Erhebendes, Inniges ist. Aber wie sanft, wie respektvoll, wie erhebend, wie innig verbunden bist du mit der Vorstellung deiner selbst? Und Selbstkritik hat zum Beispiel auch überhaupt keinen Platz auf diesem Weg. Selbstkritik ist für Leute, die nicht gut genug sind. Aber für Leute, die wissen, dass sie Quelle, Ursache, Schöpfer, Ausgangspunkt von ihrer Realität sind, die machen Selbstreflexion. Die reflektieren, wer sie gerade sind und erkennen ihre Ansichten in ihren äußeren Situationen, in den Meinungen anderer Menschen und erkennen, dass sie selber diese Ansichten nach außen geschickt haben, diese Meinungen, diese Überzeugungen. Und dann verändern sie die, ohne sich schuldig zu machen, ohne sich schlecht zu machen, ohne sich zu kritisieren. Nein, sie gehen sofort an die Arbeit und lassen es nicht zu, dass ihre schöne Welt durch schmutzige, verlogene Gedanken verschmutzt wird. Und Ansichten, die einfach nicht schön sind, die nicht erhebend sind, die nicht liebend sind, die nicht respektvoll sind. Und sie gehen zurück zu sich selber und finden all das, was sie im Außen nicht gefunden haben, in sich, so dass ich im Außen das neue Ich reflektieren kann. Und das ist der Weg. Und jegliche Selbstkritik oder Einschätzung, warum es vorher nicht gegangen ist, warum es jetzt so lange dauert, etc., ist Zeitverschwendung. Leute, es ist Zeitverschwendung, zu kritisieren, zu analysieren, aus einer Perspektive heraus, dass ich nicht gut genug bin und dass ich mich verbessern muss, bringt dir nichts und wird dir niemals was bringen, wirklich. Aber dich zu reflektieren und zu sehen, als welche Person gehe ich durchs Leben? Welche Gedanken, Ansichten, Überzeugungen und Annahmen machen mich aus? Oh, so sieht das Leben ja auch für mich da draußen aus. Mein Bankkonto reicht immer gerade so. Ich kann mir überhaupt nichts Großes erlauben. Es reicht immer nicht. Ich reiche immer nicht. Ich bin nie ausreichend. Das, was ich tue, reicht nicht. Das steckt hinter solchen Gedanken. Oder mein Liebster, der behandelt mich nicht gut, der ist respektlos, der denkt immer nur an sich, der ist egoistisch. Diese Reflexion würde sagen, du behandelst dich nicht gut. Du bist respektlos dir gegenüber. Du denkst nicht an dich. So reflektiert man sich. Und dann weiß ich, oh, das habe ich tatsächlich gedacht, das habe ich geglaubt. Aber das ist doch Mangel, das ist doch nicht die Wahrheit. Es ist doch immer, ich bin doch immer geliebt, ich bin doch immer versorgt, ich bin doch immer gewollt, ich habe doch keinen Fehler, ich habe alle Ressourcen, ich habe alle Potenziale. Hey, wieso sollte ich denn so denken? Und das zu lernen, wird dein Leben verändern. Das wird dein Leben verändern und zwar schneller als du denkst. Ich habe vorher gerade noch aus einer Antwort auf eine Story, die ich aus YouTube gekriegt habe und zitiert habe, hat die Dame sich gemeldet und hat geschrieben, also könnt ihr jetzt gleich noch in meine Story schauen, wie sehr ihr nur The New Secret 3-Abende-Workshop in ihrem Leben schon geholfen hat, Dinge zu transformieren, die sie sogar ihrer Tochter weitergegeben hat und die wendet das an. Und darum geht's doch. Darum geht's doch. Und für uns, was wir für uns machen, machen wir für unsere Kinder. Was wir für uns nicht machen, machen wir für unsere Kinder nicht. Und es ist doch ein absoluter No-Brainer,
dass wir für unsere Kinder alles machen. Aber wir können für unsere Kinder nicht mehr tun, als dass wir für uns tun. Und alles das, was wir für uns nicht tun, tun wir für unsere Kinder nicht. Und da will ich jetzt zum Abschluss von diesem Live einfach nochmal ganz klar sagen, auch ich bin dieser Sache aufgesessen. Ich mache alles für meinen Sohn, ich lebe nur mehr für meinen Sohn und schaue, dass es ihm gut geht, schaue, dass er alles hat, alles, was er braucht. Und ich bin aufgesessen. Weil, wenn ich früher gemerkt hätte, dass alles, was er braucht, eine komplette und ganze Mutter ist, die in ihrer Festigkeit, in ihrer Verankertheit, in ihrer Angstlosigkeit, in ihrer Divine Design Identity durchs Leben geht, hätte diese Mutter nicht so kämpfen müssen. Hätte diese Mutter nicht so viel tun müssen, hätte diese Mutter, die ich war, sich nicht mit so viel Lehrern streiten müssen und so weiter und so fort, dann wäre es so viel einfacher gewesen. Und das möchte ich euch mitgeben, alle, die ihr jünger seid als ich. Und es ist so grandios, ich hatte erst ein 1:1 Gespräch mit einer 23-jährigen jungen Frau. Die hat mich verstanden. Die hat alles verstanden, was ich gesagt habe. Und hat ein Gespräch bei mir gebucht, damit sie dann noch tiefer reingeht. 23. Mein Sohn, 21, lebt nach diesen Prinzipien. Der hat sich eine Snowboarder-Karriere aufgebaut, ist in der Weltspitze im Freestyle-Snowboarden. Und all diese Dinge, die sind möglich für unsere Kinder, aber nicht, wenn wir es nicht für uns möglich machen. Und deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, geht diesen Weg, geht ihn intensiv, unausweichlich, nehmt euch keine Zeit dafür, wartet auf nichts, sondern legt los. Und es muss eure Nummer 1 Priority sein. Du musst deine Nummer 1 Priority sein. Und nicht, weil du dauernd ins Wellness gehst und nicht, weil du dauernd in die Massage gehst und nicht, weil du dir die schönsten Kleider kaufst und so weiter und so fort, sondern weil du deine innere Arbeit machst. Weil du reflektierst, generierst und manifestierst dein Traumleben, dein Paradies. Nein, meine Tochter wird gemobbt und auf einmal hat sie 1000 Freunde und alles läuft super. Mein Gott, und wie lange hat es gedauert, bis diese Veränderung stattgefunden hat? Das würde mich mal interessieren und das haben wir dir zu verdanken. So schön, ich freue mich riesig. Hast du mich denn auch schon, bevor der New Secret auf YouTube, haben wir schon auch mal, ich habe mich ja da mal so ein bisschen aufgeregt, in einem YouTube Live, wo ich mal ein bisschen heftiger meine Meinung gesagt habe, was es eben, ich war die Dame, die dir geschrieben hatte, oh mein Gott, wie schön. Dann hat es sofort gewirkt, das ist ja unfasslich. Ah, gestern hattest du mir geschrieben, ja. Aber ich habe viele solche Anfragen in meinen YouTube-Lives dann auch immer wieder, wo ich sagen muss, Leute, wenn es für die Kinder ist, reißt euch zusammen. Reißt euch zusammen, macht die Arbeit, macht den Weg. Und nachher wird es so schön. Und hier, ich danke dir, dass du hier nochmal geschrieben hast, dass alle lesen können, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, das einfach umzusetzen, stur umzusetzen. Ich danke euch, dass es euch gibt. Ich danke euch, dass ich euch inspirieren darf. Und vor allem danke ich euch, dass ihr es macht. Dass ihr es wirklich macht. Dass ihr nicht nur zuhört, sondern dass ihr es macht. Das ist das A und O. Und dafür kann ich euch wirklich nur danken. Weil es muss aufhören, dass wir uns berieseln lassen und meinen, wir müssen studieren und machen und tun, und wir machen es nicht.
es ist genial. Freue mich riesig und wir sehen uns ganz bald. Ich schaue mal, ob ich hier schaffe, ein bisschen mehr auf Insta live zu gehen. Es ist mega, mega schön, euch alle kennenzulernen und mit euch in den Austausch zu kommen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!